Der Neos sich jetzt das Sorgen um die Umverteilung macht und um die ach so große Benachteiligung der Nichtbesitzenden, passt irgendwie für mich zumindest von der Logik her nicht in das Profil einer wirtschaftsliberalen Partei, die das Leistungsprinzip auf jeden Fall, aber soll so sein. Ich bin auch amüsiert in einem negativen Sinne darüber, dass sich die Kollegen Kopf und Greiner wechselseitig offensichtlich vorwerfen, wer jetzt noch schlechter performt. Der Greiner sagt, der Bund performt schlecht. Und Kollege Kopf sagt, und Wien ist aber noch viel schlechter. Das hilft aber den Menschen in Österreich überhaupt nicht, derartige Feststellungen oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Die Photovoltaik, die Umsatzsteuerbefreiung Photovoltaik ist ja im Übrigen etwas, was wir, die Deutschen haben das schon längst und wir sind ja entsprechend auch in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum mit den Deutschen, wo wir de facto nachziehen. Eine Forderung der Freiheitlichen Partei, insoweit ist es wenig verwunderlich, dass wir dem Ganzen natürlich zustimmen. Aber ich möchte schon auch die Frage vom Kollegen Greiner auch aufwerfen und eine langmonatige, jährige Forderung auch der Freiheitlichen Partei hier noch einmal wiederholen, warum geht es bei den Lebensmitteln, bei den Grundnahrungsmitteln geht es nicht, bei der Photovoltaik geht es, da fehlt mir jetzt das logische Verständnis, also das sollte man doch auch auf diesen Bereich ausdehnen können. Ganz grundsätzlich die Photovoltaikförderung, eine grundsätzlich gute Sache. Wir wissen aber, dass in der Abwicklung es massivste Probleme gibt im Ablauf mit den Calls etc. Das ist alles schön und gut, dass man diese Ansprüche hat, aber wenn man dann in den Calls nicht zum Zug kommt und monatelang warten muss etc., also da gibt es erhebliche Mängel auch im Ablauf zum einen und zum anderen. Auch unser Standpunkt, man muss das Ganze natürlich systemisch betrachten, die Energiepolitik, die Energiewende, was Sie hier machen, ist eine dramatische Förderung. Wir werden morgen auch wieder was beschließen, wieder erhöhen die Investitionsförderungen für PV, oder Sie werden es beschließen, von 30% auf 45% für die innovative PV. Also Sie fördern die Erzeugung hochvolatiler Energie und vergessen dabei vollkommen den Ausbau der Netze. Und da kommt es zu solchen Situationen, und erklären Sie mir bitte jetzt nicht, dass das effizient und effektiv sei, dass produzierter Strom weggeschmissen werden muss, im Sinne, dass es nicht ans Netz geht. Wir haben diese Fälle, weil die Netzbetreiber einfach sagen, deinen Strom speise ich einfach nicht ein. Und dann kollabieren natürlich auch alle Investitionsrechnungen für all jene, die sich derartige Photovoltaikanlagen anschaffen, weil die Erlösseite dann vollkommen unplanbar ist. Ihre Lösung für das Thema ist, na dann schütten wir, ist jetzt meine Vermutung, schütten wir halt wieder Geld ins System rein und machen eine weitere Förderung, um das zu kompensieren. Und dann wundern sie sich über Inflationsentwicklungen. Also das geht sich ja von der Logik auch nicht aus. Ich möchte noch zwei Sätze sagen zum zweiten Tagesordnungspunkt, Bundeswettbewerbsbehörde, sind wir auch dafür. Wir sind überhaupt dafür, die Bundeswettbewerbsbehörde, die unseres Erachtens hervorragende Arbeit leistet, entsprechend auch auszustatten mit Aufgabenbereichen und auch mit Ressourcen. Also hier eine klare Zustimmung der Freiheitlichen Partei. Möchte aber in Erinnerung rufen, den sehr, sehr aus unserer Sicht sehr erhellenden, aus Sicht der Regierung und der Regierenden eigentlich desaströsen Bericht der Bundeswettbewerbsbehörde hinsichtlich des Strommarkts in Österreich. Die stellen fest, den gibt es eigentlich nicht, sondern es gibt ein Oligopol von Landesenergieversorgern, vom Verbund, die sich wechselseitig sozusagen die Kunden diskriminieren und so weiter und so fort, zum Schaden und zur Last des berühmten unter Anführungszeichen Endkunden des Haushaltes, aber auch der Unternehmen, die das Ganze zu bezahlen haben. Also auch hier ein Geldkarussellspiel. Kollege Greiner hat es ja auch schon gesagt. Wo bleibt das Geld, das wir zu bezahlen haben bei den Aktionären der Energiekonzerne? Ja, wer sind diese Aktionäre? Zu 80-85% wieder Sie bzw. die Landesfinanzreferenten. Also, und Sie hätten natürlich die Möglichkeit hier auch diese Oligopolstrukturen aufzulockern und ein bisschen einen Markt auch in den Strombereich in Österreich zu bringen. Sie hätten natürlich auch die Möglichkeit, wenn ein Wille besteht, die Merit-Order abzuschaffen und andere Modelle einzuführen. Warum? Die Spanier können es, wir können es offensichtlich nicht. Warum können wir es nicht? Weil der politische Wille nicht da ist. Und es ist auch der politische Wille nicht da, hier in diesem Oligopol irgendetwas zu verändern, zu lasten
der Endkunden, der Stromkunden, die nach wie vor zu hohe Preise zahlen, zum Wohle und zur Freude der Aktionäre. Wie gesagt, das sind ja dann wieder Sie. Also da auch ein relatives Versagen in diesem Bereich dieser Bundesregierung. Der Ausbau der Netze komme zu kurz, kritisiert Axel Kassecker, der Sprecher für Wirtschaft und Energie von der FPÖ.